Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Micmap mit dem Leo. Einer? Ich wollte jetzt schon Ends sagen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Macht der Gewohnheit. Macht der Gewohnheit, das ist wirklich so. Ja. Leo, wie geht's dir? Ja, super, und wie geht's dir? Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich ein, zwei Fehler gemacht habe, aber ich glaube, dass das gut wird. Ich glaube, dass es gut wird. Was hast du denn vor? Ich habe tatsächlich zwei Anhänger verkauft, die kleinen. Dieser Kröger Akkuliner. Okay. Weil ich jetzt zwei größere habe, zwei Dreiachs. Ja, das habe ich gesehen. Ne? Ja. Und dann habe ich noch diesen Fliegel und dann habe ich noch einen Zweiachs. Deswegen haben wir gedacht, komm, können wir zwei Stück verkaufen. Ja. Jetzt warte ich, bis mein Getreide-Django das abgibt, das Getreide. Beim Getreidespeicher. Mhm. Was jetzt gerade der Fall ist. Und dann wird etwas gekauft, etwas Neues. Okay, was denn? Wir können das verraten. Ein Ladewagen. Ah, okay. Das war ja, denke ich mal, dein Plan, deswegen du diesen größeren Traktor gekauft hast. Das richtig. Um den Ladewagen zu holen. Ja, das ist gut. Genau, weil mir der Standardladewagen einfach viel zu lahm ist. Okay. Das dauert einfach so lange, das ist katastrophal. Das ist gut. Hast du, Leo, nur eine Frage. Hast du immer noch eine Sämaschine? Ich habe eine Sämaschine, ja, aber die reicht doch vollkommen aus. Ja? Ja, bis jetzt, also... ich habe eigentlich bis auf Feld, lass mich mal kurz gucken. Oh, ich hasse diese scheiß Curspray-Fahrer, ohne Witz, doch, ab und zu, ne? Oh, kriegst du hohen Blutdruck dabei. Bis auf Feld 64, gut, da ist die noch dabei. Und Feld 32, da müsste ich auch noch später weitermachen. Ja. Habe ich alle Felder wieder angesät. Krass. Ey, das habe ich tatsächlich verabsäumt. Ich hatte aber auch keinen Fahrer frei, muss ich ehrlich sagen. Feld 7 sehe ich gerade, ne? Könnte ich zum Beispiel weitermachen. Ja, das ist so. Ich habe auch keinen Fahrer frei bis jetzt. Ja. Also ich habe... Jetzt habe ich wieder ein, zwei frei, aber... damals hatte ich eben noch nichts frei. Das ist leider das Problem. Mhm. Sonst hätte ich das tatsächlich machen können. Ja. Naja. Okay, Leo, noch was? Jo, nö. Nee? Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Ich dir auch. Tschüss. Ciao. So, gut. Ladewagen ist da. Nice. Wir werden gleich den John Deere beauftragen. Ja. Ich glaube, zur Wiese hochzufahren und erstmal hier Gras zu sammeln, das wäre wichtig. Nee, das wäre nicht wichtig. Weil wichtig wäre erstens, das Getreide, das Stroh wegzubringen. Vom Feld 1, 2, damit ich hier schon mal sehen kann. Das wäre wirklich wichtig. Wie gesagt, so eine zweite Sämaschine wäre halt schon nice, ne? Aber ich möchte natürlich auch... hoppla. Ich möchte natürlich auch ein bisschen... Was ist los jetzt hier? Mischfutter machen. Ich weiß, dass der Leo da einen wunderbaren Kurs hat, den ich überhaupt nicht verstehe. Aber das muss ich auch nicht. So. Du bist fertig. Das ist schon mal gut. Du kannst zurückfahren. Yes. Überführung. Fährst du nächste, ist ja egal. Läuft. Sagst du, wenn du da bist. Sehr schön. Du bist am Retourweg, auch nice. Sagst du, wenn du da bist. Du bist am Sammeln, nice. Du kommst zum Hof. Alter, der ist schon fett, ne? Also, der ist schon, ne? Gutes Ding, sowas. Du bist wieder... Ah, ne, du bist nicht voll. Tatsächlich ist es gar nicht so viel Hackschnitzel, wie ich mir das gedacht habe. Was aber auch kein Problem ist. Hauptsache immer in den Komposter damit. Natürlich würde ich da mit Silage mehr Geld verdienen. Aber da wir keinen Silageverkauf haben, momentan, oder keinen Punkt, wo ich das verkaufen könnte, ist das doch nicht so viel Geld, wie ich mir das vorgestellt hatte. Irgendwo steckt den Verkauf. Ah, da kommt der. Da kommt da. So, und dann geht's jetzt mal hier los. Das Ding muss natürlich bewegt werden, das Ding muss fahren. Und das nicht zu knapp. So, Frontlader wird erstmal abgestellt hier. Ist auch ein geiles Gerät, ne? Ohne Witz, das ist so krass. So, dann hole ich mir ein Frontgewicht, weil ich hatte da vorne ja gesehen. Der. Was ist der? Na, das ist der Kleine, okay. Das ist der Kleine.
Okay, das heißt, Frontgewicht dran und dann geht das los. Muss ich die Fronthydraulik ausklappen? Kann ich das ausklappen irgendwie? Oh mein Gott, da hat das Funktion hier. Frontladekonsole, Reifendruck, Fronthydraulik. Ah. Nicer Shit. So. Ich glaube, dass das viel schneller mit dem gehen wird. Viel, viel schneller. Das Geile ist, ich muss jetzt gar nicht irgendwelche Kurse umändern und sonstiges, weil ich habe eigentlich schon alle Kurse, die ich dafür brauche. Ich muss die nur programmieren und dann läuft das schon. So, Frontgewicht ist dran. Und das Beste, oder eines der... Oh nein, wo bist du jetzt hingefahren? Wo bist du denn hingefahren mit meinem Ladewagen? Wo bist du denn hier? Eieiei. Ich hab dir eigentlich gesagt, du sollst warten. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das gesagt habe. Aber er hat einfach wieder mal nicht gehört. Also müssen wir durch den Vorgarten vom Nachbarn fahren. Das kann doch nicht wahr sein hier. Okay. Abhängen. Ich höre den schon bis hierhin, ne? Bis hierhin. Wäre vielleicht jetzt schon dir schneller mit ansehen? Ich glaube nicht. Das ist jetzt reine Spekulation. Na egal, wir lassen jetzt erstmal hier, ne, das tun, für das er da ist. Nämlich Stroh sammeln, Gras sammeln und so weiter und so fort. So, lübt. Gut, dann bauen wir mal einen Kurs. Und zwar, wir haben, hoffentlich, haben wir etwas, was Feld 1 heißt. Wahrscheinlich haben wir das... Oh, ich habe das nicht gemacht wahrscheinlich, ne? Festfahren? Nee. Nee. Tatsächlich habe ich das nicht gemacht. Warum habe ich das nicht gemacht? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, lass mich, darf ich hier mal vorbei? Hier kommt der große. Danke. Ich hatte doch einen wunderbaren Schwaderkurs für hier. Okay, wir gehen einfach davon aus. So. Wir hatten, glaube ich, 8 Meter. Glaube ich. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Doch, wir hatten 8 Meter. Meter. Feld 1. Ich habe einfach so gemacht, glaube ich. Ohne Vorteil, hier ist kein Vorgewende. Wie sieht denn das aus? Wow, das passt ja wohl gar nicht. Okay, weg. Das ist nicht so schlecht, ne? Glaube aber, dass wir woanders angefangen haben. Das passt halt einfach nicht. Verdammt. Der hat aber kein Vorgewende gemacht, ne? Hat er nicht. Das Problem ist einfach, ich habe das nicht gespeichert. Das ist das größte Problem dran. Oder haben wir... Habe ich den Schwader noch dran? Den habe ich noch dran. Auf wie viel Meter bist du eingestellt, wenn du dann einmal arbeitest? 3 Meter. Wenn du aber ausgeklappt bist, wir gucken, vielleicht bin ich auch falsch mit 8,5 Meter, das kann natürlich sein. Ah, der hat 9 Meter. Nee. 8,7. Der hat 8,7. Alter, hier steht gerade alles, ne? Aber 8,7, glaube ich, habe ich ihm nicht gegeben. Nee, das passt nicht ganz. Das passt. Auch nicht ganz. Das passt aber jetzt. Das passt jetzt. So. Schwaden. F1. So, das ist unser Hauptkurs, ne? Läuft. Okay, das ist hier Gedöns, ja, okay, kein Problem. So, und dann musst du jetzt aber noch ein paar Kurse mitmachen. Und zwar musst du mitmachen F1, 2 zu NE. Dann musst du mitmachen NE zu HM, zack. Dann musst du mitmachen HM zu unserem wunderbaren Lager.
Yes. Dann musst du noch mal machen ein E von zu HM. Dann musst du machen HM zu Feld 1, 2. Zack. So, das ist jetzt... Ist egal. Und das ist jetzt eben ein Komplettkurs. Yes. Speichern. Komplett Stroh sammeln F1. Passt. Fangen am ersten Wegpunkt an. Ich wünsche dir viel Spaß. Du bist leer. Das ist nicht gut. Du musst zusammengeklappt werden. Weg. So. Okay. Eins nach dem anderen. Das Ding läuft jetzt schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Gut, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, damit ich ein bisschen einen kleinen Überblick bekomme, weil sonst haben wir gleich totales Chaos. So. Oh oh. Sammelt der Jontier schon etwas? Nee, noch nicht. Der fährt, glaube ich, zum ersten Wegpunkt, bin ich der Meinung. Ah, Schwader rückwärts ist halt so ein Müll, ne? Das muss man wirklich so sagen. So, passt. Ich weiß noch nicht, wo stelle ich die ganzen Trecker hin. Ich würde sagen, ich stelle sie einfach hier hin. Weil da weiß ich sofort, was Phase ist. So, Strohweizen 0%. Das sind ja beste Voraussetzungen hier. Okay, nächster. Du kannst entlassen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir mache. Habe ich noch etwas zum Wegbringen? Ich glaube nicht. Lass mal ganz kurz hier stehen bleiben. Du fährst. Du wirst rübergestellt zum anderen. Ich hoffe, das klappt. Wir lassen ihn einfach mal machen. Das ist ganz wichtig, dass ich dich jetzt auffülle. Das muss unbedingt sein. Okay. Du hast dir das gemerkt, hoffentlich. Sehr schön. Wie viel hast du denn? Du hast das halbe Feld, hast du schon, ne? Wir müssten da noch eine kleine Investition tätigen, die wir momentan aber finanziell nicht Platz haben, ganz einfach. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Naja. Erstmal jetzt nochmal auffüllen hier und dann können wir nochmal... Futter mischen wollte ich eigentlich. Ich hoffe echt... Also auf den kurzen Bahn, glaube ich, könnte er Probleme haben, der gute John Deere. Aber auf den langen Bahn, da wirst du halt Weltmeister sein mit dem großen Hänger. Fassen wir weiter hier. Geht das ein bisschen schneller vielleicht? Ich habe keine Zeit, Junge. Ich habe keine Zeit. So. Wo war denn das Saatgut nochmal? Ich weiß das nicht mehr. Hier war das nicht, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es doch. Hier, so knapp vorbeifahren. Hatte Leo gemacht auf alle Fälle. Habe ich das noch out? Nee, habe ich nicht. Okay. Dahinter, hinter die, also in der Halle wäre das theoretisch schon. Wie gesagt. Schwierig, aber nicht unmöglich. So, Knallgas. Die Milch können wir auch wieder mal umpumpen, weil 5000 Liter ist schon mal nicht wie das... Ist nicht so wenig, ne? So, hier gibt es einen Schleichweg tatsächlich. Einscheu haben wir schon wieder etwas hier. Wir haben auch Kompost wieder etwas da. Also das läuft auf alle Fälle. Vielleicht lasse ich den einen aber auch Kompost fahren. Das wäre theoretisch machbar. Das hier ist ja auch noch nicht angesehen, ne? Also wir haben auf alle Fälle einiges zum Ansehen. Mal sehen, was wir hier aufmachen. So, jetzt gucken wir nochmal nach, wo waren wir denn hier? Er hat vorgewendet, er hat das schon gemacht, komplett. Sehr schön. Hier ist die Spur, wo wir waren. Lalalala. Hier hört's auf. Nur die Frage. Ah, hier. Genau. Läuft.
Genau, du, was kostet noch ne? Wisst ihr, was ich meine? 7.000, eieiei, das ist ja nicht Geld, das wir nicht haben. Oder das wir nicht ausgeben möchten, vielmehr. Jetzt wollte ich noch was nachgucken. Und zwar, LKW. 50.000 kostet der, das hätte ich mir auch gedacht. Der wäre nicht so schlecht. Ich brauch's noch, ein Förderband. Ich kann nicht anders, ich brauche einfach noch eins. Kann ich das nicht? Doch. So, du fährst mir ganz schnell zum Händler hoch. Händler zum Hof? Nee. Hof zum Händler. Pop. Tu das. Holst mir das ganz fix runter. Du bist noch bei. Du bist auch noch bei. Das läuft doch. Seht ihr, dann geht wenigstens was voran. So, dich schnappe ich mir jetzt gleich und werde mal hier ein bisschen die Hänger anhängen nochmal. Mit dem einen könnten wir eigentlich Futter mischen. Das können wir echt machen. Ich weiß ja nicht, der Kompostpreis wird sowas von dem Keller sein, aber... Naja. 6,13 geht. Also hätte ich mir schlimmer vorgestellt. 6,13 geht tatsächlich. Und wir haben ja noch einiges an Häckselgut da, also können wir auch noch reinballern. Doch, läuft. Weil du musst sowieso... Ich würde gerne ein Förderband hier im Hof lassen, eins würde ich hier unten stehen lassen. Das wäre so meine Idee. Aber ob das wieder klappt, das ist wieder eine andere Sache, ne? Einstreu haben wir auch jede Menge da. Was? Lass mal gucken, wie viel haben wir denn Einstreu? Wurde es hier angezeigt? Da. Ist doch zu wenig. Haben wir noch was drin? Oh, nicht mehr viel. Müssen wir nachfüllen. So. Das heißt, wir werden jetzt einfach die Leute mit Kleinigkeiten beschäftigen müssen. Der Einzige, der nicht richtig gut arbeitet, ist die Kompostanlage hier, muss man wirklich so sagen. Die arbeitet ja mega sauber. Ja, siehst du, läuft. Okay, du machst das. Du kommst jetzt doch noch unter dem Einsatz. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber so kann man sich täuschen. Wo steht denn mein Fass? Das steht unten. Wir können gleich das Güllefass mitnehmen, weil das wird in der Hinsicht jetzt nicht genutzt. Aber wir müssen noch einiges düngen, fällt mir gerade auf, ne? Verdammt, der Axt. Ich bin nicht sicher, ob man vom Güllefass was reinpumpen oder zurückpumpen kann. Ah, müssen wir mal gucken. Für Gülle müssen wir uns einfach viel mehr Zeit nehmen. Vor allem muss ich dann mit Gülle zubringen arbeiten. Weil wenn der immer Gülle selbst holen fährt, der wird ja nicht mehr fertig. Achso, habe ich dem einen Typen gesagt, er soll oben warten? Habe ich ihm nicht gesagt. Bin auch ein Mongo. Also teilweise denke ich mir schon, Alter. Nee. Händler zum Hof. Da ist unser Förderbahn. Wir haben schon zwei Förderbänder. Und der Leo jetzt nicht. So, fertig. Oh, wir sehen jetzt tatsächlich, ist der John Deere gleich voll, glaube ich. Jo, der ist gleich voll. 98% hat er. Da könnt ihr mal sehen, wie viel da reingeht, ey. Das ist ja übermäßig krass. Nee? 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 Guckt euch mal an, wie viel der schon geschafft hat. Ach, der weiß jetzt... Doch, der weiß aber schon, dass er voll ist, oder? Wahrscheinlich ist es einfach nur der gleiche Weg, weil er hat auch... Ja, er hat den Pickup hoch, oben und aus. Also, das passt. Gut, 19 Minuten haben wir schon. Eieieiei. So, lass mal gucken. Ich glaube. Nee, vergiss es, ich kann das nicht zurückpumpen. Das gibt das Spiel einfach nicht her, glaube ich. So. Passt. Hier abgestellt, das ist schon mal die halbe Miete. Ne, weil ist es zumindest aufgeräumt. Dann weiß ich zumindest, okay, das ist das und da. Und da passt es auch. Okay, wir könnten, by the way, auch mal Sprit holen gehen wieder. Ich weiß nicht, wie viel noch da ist. Weil für Kompost ist auch nicht mehr so viel da, glaube ich. Fass ist leer. Na. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr mal Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Micmap. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.